Ja Leute, howdy und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Wir sind am Circuit of the Americans und zwar das sechste Mal im Durchlauf in Texas. Das Debüt gab es 2012. Eine Runde beträgt, also die Länge von einer Runde 5,516 Meter. Die Distanz sind 308,405 Kilometer. Wir haben 20 Kurven, 9 rechts und 11 natürlich links. Und die meisten Siege hat Lewis Hamilton mit 5. Sprich, wir fahren das sechste Jahr hier. Also er hat 5 von 6 gewonnen. Sebastian Vettel hat auch den Streckenrekord. Er hat den Streckenrekord. Diese Zahl ist natürlich völlig absurd, was hier steht. Letztes Jahr hat er den geholt, aber lass uns mal jetzt auf eine schnelle Runde hier gucken, oder besser gesagt, ja, wir fahren ja zwei, aber lass uns jetzt mal hier auf die schnelle Runde gucken. Wir sind in der letzten Kurve hier, ja, kann man den Körb schön solide mitnehmen und viel Schwung natürlich, weil jetzt geht es bergauf und das bedeutet natürlich, jetzt mal kurz die Pause, aber das bedeutet natürlich, wir brauchen viel Schwung in der letzten Kurve mit, um diese, ja, um halt Top Speed zu erreichen. Und jetzt geht's los. Wir fahren diese Steigung hinauf in die erste, ja, etwas breit auseinanderläuft. Und ja, hier gibt es natürlich einige Linien, die man fahren kann. Überhaupt beim Start wird es ziemlich interessant werden. Und jetzt geht's ja in Kurve 2. Die merkt man so gut wie gar nicht. Die fährt man Vollgas durch. Mit den neuen Autos ist das kein Problem. Jetzt kommen die S's, nämlich Kurve 3, 4, 5 und 6. Hier muss man eine gute Linie fahren. Die ersten zwei gehen Vollgas, aber bei der zweiten, bis zum zweiten S muss man bremsen. Ja, hier mit dem Replay, hier muss man dann bremsen. Und ja, hier kann man die Bremse ja schleifen lassen. Gut, und wir kommen hier schon zur Kurve 7. Es ist eine Achterbahnfahrt. Fast wie England. Hier muss man den Körper, also den Ausgang gut erwischen, weil ja, da kommt jetzt eine. Den merkt man so gut wie nicht. Nichts weiter rauskommt. Track Limits sind hier ganz, ganz wichtig. Und hier in dieser Kurve, die geht wieder so komisch zusammen. Aber ja, da muss man einen guten Scheitelpunkt erwischen, um natürlich wieder gewappnet zu sein für diese Gerade. Und hier sind wir jetzt schon in Kurve Nummer 12. Ja, ein Linksknick, der geht ganz, ganz schnell. Kurve 13 und 14, die glaubt man eigentlich, dass es eine Kurve ist, aber es sind ja in zwei eigentlich, ja. Die Kurve, die hat einen richtig scheiß Anbremspunkt, wirklich einen richtig blöden Anbremspunkt. Man glaubt hier auch, es sind zwei, aber diese vorgezogene Zeug. Aber jetzt kommt Kurve 16, 17 und 18. Verstappen sollte diese Kurve hier ein Begriff sein. Hier hat er letztes Jahr Kimi Räikkönen überholt, ja genau hier, wie ich es gemacht habe. Und ist der dritte Platz aberkannt worden, weil er eine Strafe bekommen hat. Kurve 19, da braucht man auf jeden Fall viel Schwung. Spät bremsen, früh wieder aufs Gas, um hier noch den Schwung für die letzte Kurve 20 zu bekommen. Und das war's dann schon mit der ersten Runde. Und lass uns mal kurz über das Video gucken. Lass uns mal über das gestrige Qualifying etwas quatschen. War Vettel hinten, aber Vettel hat sich im Training wegen einer roten Flagge, also die er übersehen hat oder ja, einfach nicht genommen hat, also einfach gelassen hat, hat er sich ja eine 3-Plätze-Strafe geholt. Das bedeutet, Vettel startet von 5 und die Startaufstellung Hamilton, dann Räikkönen, dann kommt leider erst Bottas und hinter Bottas noch Ricciardo, dann Vettel. Wenn Vettel den Start gut schafft, wovon ich leider ausgehe, könnte es sein, dass er vielleicht noch das vertagen kann. Aber ja, ich kann es euch nicht sagen, Leute. Keine Ahnung, es wird auf jeden Fall spannend werden. Ich bin echt gespannt. Sorry, aber jetzt kommt mal kurz meine Prognose für morgen. Also, wie gesagt, Hamilton, Räikkönen
und dahinter Bottas. Man, ja, leider hat Kimi die besseren Reifen. Das bedeutet, er hat 8 Meter, die er gewinnen kann beim Start gegenüber den anderen Reifen. Aber meine Prognose ist, Kimi wird den Platz gegen Bottas hergeben müssen und wird dadurch nur Dritter werden. Ich glaube, Vettel, obwohl er ein gutes Auto, also leistungsgerecht jetzt wieder ziemlich auf gleichem Niveau wie Mercedes, aber ich denke trotzdem, Kimi wird gegen Bottas einstecken müssen. Auf 2 dann, ja, wie gesagt, Bottas natürlich. Und wenn das der Fall sein sollte oder auch Vettel Dritter wird und Bottas auf jeden Fall Zweiter oder Ricciardo, wovon ich nicht ausgehe, aber dann könnte wirklich Hamilton dieses Wochenende Weltmeister werden und seinen 5. Titel gleich und natürlich jetzt auf 1 Lewis Hamilton, wenn er das wirklich schaffen sollte, mit seinem Teamkollegen auf den 2. Platz, dann wird er auf jeden Fall Weltmeister, Leute. Und ich gönne es ihm auch von Herzen. Er ist wirklich einer der besten Fahrer. Ich bin zwar mega Alonso-Fan, aber was er leistet und er für diesen Sport opfert, er ist ein Aushängeschild für das für Formel 1. Und das war's aber dann mal für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hier unten links habt ihr unser letztes Video und rechts habt... Und wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, mich würde sehr freuen, wenn ihr unseren Kanal abonnieren würdet, unser Video liken oder teilen würdet. Und ihr könnt uns natürlich auch besuchen auf YouTube, Facebook und Instagram. Natürlich auch auf Twitter. Links alle in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.